Hast du Bock auf ein richtig geiles Steakbrötchen? Bleib dran, nach meinem Intro, da zeige ich dir, wie es geht. Ich war in einer für mich sehr untypischen Abteilung unterwegs, und zwar in der Gemüseabteilung, und habe buntes Gemüse gefunden. Verrückt, ich dachte immer nur, Gemüse sei grün. Nein, es gibt es auch noch in Gelb und in Rot. Musste ich sofort kaufen. Ja, und habe mir noch mal überlegt, was könntest du denn damit jetzt Leckeres machen? Machen wir ein Steakbrötchen. Ja, ich habe schon lange kein richtig geiles Steakbrötchen mehr gegessen. Wie könnte es anders sein? Natürlich noch ein Steak in der Kühlung gehabt. Ein leckeres Flanksteak, das ist da. Ich mache aber nicht nur dieses Gemüse dabei, sondern da kommen auch noch Pilze und zweifach Käse drüber. Einmal den leckeren Kerrygold, den Cheddar davon, und Exquisa Frischkäse. Finde ich sehr, sehr, sehr lecker. Über ein Fleisch in so einem geilen, leckeren Brötchen. Und die Pilze sind keine normalen Champignons oder so, sondern Shiitake-Pilze. Ich habe es geübt, ehrlich, ja. Ich wollte es nicht versauen. Zack, hat er doch gemacht. Die sind besonders würzig, die sind ein bisschen kräftiger im Geschmack und haben so dieses Umami. Und Unami? Unami heißt das so? Auf jeden Fall schmeckt der Bums richtig gut. Schauen wir uns nochmal ganz genau die ganzen Zutaten an. Fangen wir nochmal hier mit den Pilzen an. Also, hier sind die Shiitake-Pilze. Ja, das ist ein kleines Schälchen. Mehr brauche ich nicht. Die schneiden wir gleich in kleine Scheiben. Dann eine rote und eine gelbe Paprika. Und hier eine gelbe und eine grüne Zucchini. Dann brauchen wir noch ein paar Zwiebeln. Ich hatte noch einen Sack rote Zwiebeln. Die nehmen wir dabei. Etwas Knoblauch. Wer Bock hat, kann auch noch ein paar Schalotten mit da reinhauen. Ich habe da noch welche, ich entscheide gleich mal. Gewürzt wird es alles natürlich mit Salz und Pfeffer. Das habe ich hier. Und etwas Butter. Und natürlich das Steak. Ja? Ein richtig schönes Flanksteak. Ein bisschen über 900 Gramm hat das Schätzchen. Das knallen wir gleich erstmal auf den Grill. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier um diese ganzen Gemüsezutaten. Hier sind jetzt die Paprikas, habt ihr erkannt, ne? Einmal, zack, den Strunk raus, Müll rein, zur Seite stellen, hier auch den Deckel weg, rausgedreht und fertig. Jetzt müssen wir die in Scheiben schneiden. Dazu schneide ich immer noch mal den Deckel ab. Jetzt kann man es schön umklappen. Jetzt können wir erstmal hier das Weiße noch rausschneiden. Und jetzt in Scheiben geschnitten. Das Ganze machen wir gleich mit der gelben auch. Wenn ihr mit der Paprika soweit seid, kümmert ihr euch um die Zucchini. Da nehme ich jetzt erstmal von jeder nur die Hälfte. Und auch da möchte ich dünne Scheiben haben. Kleiner Lifehack für zwischendurch, Knoblauch pressen. Ja, Knoblauch einfach in die Knoblauchpresse rein. Ohne zu schälen im Übrigen, ja, und durchdrücken, und schon ist der Knoblauch da raus. Ah, Mensch, verrückt, oder? Und wir haben uns jahrelang damit abgemüht, den Knoblauch immer schön aus der Schale zu pellen. Zack, Schale raus, kann man wegschmeißen. Nächste Zehe. Warum mache ich das? Ich möchte ein bisschen Knoblauchbutter haben. Da ist schon ein Stückchen Butter drin. Hier kommt der nächste Knoblauch. Das stelle ich jetzt nämlich schon mal auf den Grill, damit das schön zerlaufen kann. Hier sind jetzt Paprika und Zucchinis schon drin. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich gelbe Zucchinis genommen habe, ganz einfach, sieht von der Farbe her schöner aus.
So, und das Ganze, was ich jetzt mit den Paprikas und mit den Zucchinis gemacht habe, das mache ich jetzt auch mit den Pilzen. Nämlich einfach mal eine Runde klein schneiden. Und last but not least nur noch die Zwiebeln schneiden. Auch die natürlich in kleine Stücke, in Ringe am liebsten, in so halbe. So, und jetzt noch ein kleiner Lifehack. Wie schneide ich oder wie schäle ich Zwiebeln? Genau. Erstmal halbieren, dann kannst du nämlich viel besser die Schale abziehen. Zwei Schüsseln mit Gemüse. Prägt es euch ein, das Bild. Das ist etwas, was man nicht ganz so oft hier sieht. Kommen gleich auf die Plansche hier auf dem Broil King. Da habe ich sie schon draufgelegt, meine Plansche. Der heizt gerade noch ein. Als erstes kommt da aber das Steak drauf. Das liegt bereit. Ich habe es noch nicht gesalzen. Ich habe es nicht gepfeffert. Pfeffern sowieso, wenn dann erst hinterher. Salzen lasse ich jetzt auch komplett weg, weil ich möchte es pur so gleich erstmal volle Möhre angrillen. Da habe ich das Flanksteak jetzt schon auf die Grillzone gelegt. Richtig schön angeheizt, natürlich den Grill auf volle Möhre. Jetzt warten wir ein bisschen, bis die ersten Röstaromen entstanden sind. Und wann wende ich das Steak? Genau dann, wenn es gewendet werden möchte. Während das Steak, wie ihr seht, schon sehr gut aussieht, nehmt ihr jetzt einmal etwas Speiseöl, sprüht das auf eure Plansche, verreibt es etwas. Seht schon, Hitze hat es genug. Ich habe immer noch keine passgenaue Plansche. Und jetzt kommt als erstes Zwiebel und Pilze. Und gleich danach das restliche Gemüsezeug. So, Steak und Gemüse, beide fühlen sich gerade richtig wohl. Ja, ihr seht, ordentlich immer mal umrühren das Ganze. Ich habe noch mal einen kleinen Schuss Öl oben drauf gegeben. Schadet nicht, ganz im Gegenteil. Und jetzt kommt es nur noch zum Würzen. Ich gebe jetzt einfach nur ein bisschen Salt and Pepper Mix über das Gemüse. Das soll es dann auch gewesen sein an Würzung. Während das Gemüse noch weiter brutzelt, liegt hier schon mal das Steak und das wollen wir jetzt anschneiden. Das Steak jetzt einfach in Tranchen schneiden. Einmal nochmal halbieren. Und jetzt muss ich es trotzdem einmal probieren. Jetzt kommen die Tranchen auch schon wieder auf die Plansche. Ruhig so nebeneinander, weil das ist dann gleich einfacher mit dem Käse. Jetzt schnell sein, den Käse draufschmeißen. So und so. Muss nicht überall was drauf kriegen. So reicht es uns aber. Die Brötchen schneiden wir jetzt auf. Jetzt schnappt ihr euch die Brötchenhälften und pinselt die etwas mit der Knoblauchbutter ein. Einfach nur noch mal kurz auf den Grill. Nach kurzer Zeit nehmt ihr euch jetzt etwas von dem Gemüse. Und von dem Steak. Und serviert es. Das sieht doch schon mal richtig lecker aus, oder? Jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Zack, das Brett weg. Und jetzt reinhauen, würde ich mal sagen. Ja, ich nehme mal hier die Unterseite mit dem Exquisa-Käse. Prost! Mmh. Mmh. Es ist schwer zu essen.
Und wahrscheinlich sollte man das mit Werkzeug machen. Und wollen wir kurz eine Gewürze. Fleisch ist super, schmeckt richtig gut. Ich möchte mal hier so ein bisschen von dem Gemüse probieren. Dann werden wieder einige sagen, hat ja kein Besteck. Doch, aber ist gerade zu faul, das so rauszuholen. Ich nehme mal das Fleisch hier runter. Passiert auch nicht so oft bei mir. Jetzt möchte ich nur Brot mit. Ein Träumchen. Leute, das ist ein Träumchen. Auf jeden Fall. Richtig mega geil. Hier noch ein bisschen was mit dem Cheddar. Vielleicht habe ich es mit dem Beleg ein bisschen übertrieben. Hab aber auch Hunger. Ist quasi jetzt heute Abend mein Mittagessen. Also von daher, sei mir verziehen. So, mir gefällt das. Wenn es euch gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben da. Gerne auch noch diesen Kanal abonnieren. Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen. Und jetzt würde ich dann einfach mal sagen, ich gehe jetzt rein, esse mit meiner Familie und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Lecker.